Level mal am Anfang. Ich mache die tolle Wutz-Massaker-Bonus. Das heißt, Ruin von Secheron nach rechts gehen. 15 nach dem ersten Massaker. Nice. Nee, ist nicht mehr da. Meine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ach, zwei Diamanten. Ich hab nice. Dias bekommen. Ich hab auch zwei Dias. Läuft. Mein Schaden ist auch schlimmer. Okay, mein Schaden ist nicht schlimmer, als ich erwartet habe. Mein Schaden, den ich erwartet habe, war nicht mit dir Scheiß. Ich habe einen 200er Massaker, das reicht doch bestimmt fürs letzte Level, oder? Wenn ich es einfach auslaufen lasse, will ich doch bestimmt 70. Du? Hoffentlich nicht. Abprobier aus, Lars. Ja, ich werde jetzt gleich in den Vision gehen und dann werde ich in die Stadt porten und dann gehe ich kurz auf Toilette und dann wird mit 70 der Vision geballert. 70, bam. Einmal Stopp, es ist genauso lang gewesen wie wir sind. 1 Stunde 22. Jetzt wird der Altar vollgeballert. Ein Pro-Pony-Level ist eigentlich sicher. Bam. Final Seal. Unlock. Bam. Warning. When a primal item drops, a second random primal item drops as well. Blah, blah, blah. 9.32 Uhr morgens. Der Altar ist durch. Also, Primal Imperium Nessens hat viel Spaß. Ich hab zwei Stück, die ich bekommen kann. Ja, Primal Imperium Nessens. Wie viele Primal Imperium Nessens muss man bekommen, bevor man einen Primal. Primal Scrimshaw! Oh, den gut gerollt! Lol! Was? Ja, beim Aufwärmen, wie so 7 Stück aufgewertet und 1% Damage drauf. Natürlich, natürlich. Was? Natürlich. Hm, haben wir Primal? Primal Squirt und Primal Ring of Emptiness. Was ist das für ein Double Primal Drop? Primal Squirt und Primal Ring of Emptiness. What? Das ist ja der most lucky Double Primal Drop, den man irgendwie haben kann. Imagine, die sind gut. Kill Attack Speed. Und ja, sind beide Müll, aber damit trotzdem besser als das, was ich momentan habe. Oryx Dream startet auf Shrouded Moors mit Geistern. Ja, gut, das ist. Geister auf dem Ding. Akzeptabel. Mit der Density heißt sehr schnell Flächen, aber wow. Ich auch sterben das sehr, heißt sehr schnell. Ein, zwei Geister. Ja. Gesehen davon, dass du natürlich garantiert eine Fläche bekommen hast. Opa. Ja, hier. Um das hier jetzt schnell zu killen, damit ich schnell runtergehe zu den Schlangen, die wegputzeln und dann vielleicht noch nächste Ebene gehe. Obwohl ich nicht. Ja, doch, Schlangen da geht, dürfte sich schon lohnen. Später. Also ich meine, würde ja heißen, dass du auf der anderen Ebene mehr bekommen musst. Du kannst doch jetzt schon weggehen. Das ist halt ein Oryx Dream. Das ist halt auf der anderen Seite mehr bekommen. Hm? Obwohl ich eigentlich hoffe, einfach Feuerflächen ist es also, ein Oryx Dream, weil dürfen. Denk dran, du bekommst hier noch eine Feuerfläche. Extra wegen den Trash. Okay. 92%. Wo ist mein Pylon? Power vom Boss. Ich glaube, das ist sogar schon eher zu spät als zu früh. Oder? Nein. Ich wollte auf Safe machen schon. Ein Dingspack, das heißt, ich mache hier die Phase durch. Beziehungsweise ich mache sie weg. Komm, port mit. Port. Oder hau zumindest ab, ich will nicht das Pack haben. Ey, okay. Das ist absolut bestimmt, der portet nicht. Okay, ich habe ein pinkes Feld. Plus Power, plus Poison. Bam. Gute Zeit. 12 Minuten Run. 12:44. World First. Witch Doctor 150. Season 30. Boom. Oh, jetzt hat man was Gutes, dass ich halt mal sehe, wenn ich es schaffe mit der Rotation so, ob das gut knallt. Feuerfläche. Heißt. Walls blocken das ein bisschen. Fliegt da raus. Nicht geil. Ja, der Gelbe stirbt. Da waren die alle blauen. Da nehme ich den einen Archer draußen. Archer gehe ich tot. Die Fliege. Die Fliege gehe ich auch noch tot. Ja, nice. Der Fick-Archer will nicht runterkommen.
Dann scheißen wir auf den. Oder ein großer Time Waste. Böses Viech. 91% Zombie Wutz. Ein paar Overseer down. Okay, hier steht der Power vom Boss, das heißt, ich muss hier spawnen. 96% ist aber ein ekliger Mob-Type. Lächer. Ja, Choker. Komm. Komm hoch. Komm hoch. Wenn da 2 Sekunden drin stehst, spart mir das eine Minute. Das ist wahrscheinlich hier wieder Stricken Stacks. Noch kriege ich Squirt ab, noch kriege ich irgendwas. What? Okay. Chain Reaction! Holy fuck, es hat geklappt! Wie kann ein Plan so aufgehen? Die Ents! Hätte ich nicht gedacht, das sah ja so cool aus! Ich hätte nicht damit gerechnet! Mann, der hat doch 3/4 Life gehabt! Ich hab nicht damit. Ja, ich hab seine Ents alle mit Power gekillt und dann gab diese Kettenreaktion von den Chickens, dass lauter Explosionen kamen. Das war ein sauhoher Crit mit allem aus Cooldown. Ah, oh, der Chicken 150. Das war ein geiler Bossfight, ey. 1,5 Minuten nur für den 115er gebraucht hat. Und Double Primal dafür ich bekommt. Und das eine dafür ist ja, sogar Primal Mundunugu schultern. Läuft das Average. Ich hab ein Double Primal bekommen. Ich hab ein 4-fach Primal. Squad Primal. Einfach. Die Lars mit Item geht so lala. Ja gut, die müssen jetzt auch gut rollen. Gut, die Mundunugu schultern, das ist quasi basically. Sind das nur beim Aschen, die ich nicht brauche? Ich habe jetzt 2,19 gebraucht. 118. Oh, Double Primer. Weiß oh, ja, was sehe ich da? Handschuhe? Mundunugu-Handschuhe. Ja, redet ihr das? Ja, der Mundunugu-Handschuhe brauchen natürlich Crit Area Damage, Killer. Das ist wichtig. Oh, Double Primer. Z-Hosen und Z-Schultern. Okay, die zweiten Mundunugu Primal Schultern diese Season. Und die Mundunugu Schultern sind kacke. Wenn ich Mundunugu Helm bekomme, ist auch immer ein Krampf ohne Ende. Ach komm schon. Oh, Ancient mit 4,5 Crit-Chance, immerhin. Hauptsache, lässt sich augmenten. Was er bekommen? Vielleicht. Standard am Rand, leider. Nein, ich glaube bestimmt nicht. Ich glaube, ich kann nicht weitergehen. Level 4 jetzt mit. Ach, Lakuni ist ja schon, aber ich bin Kondi am Anfang. Ich habe drüben das angefetzte Pack. Ich habe hier noch ein Pack. Vielleicht nicht zum Spawnen, ja? Meine ich, ja. Ja. Das Problem ist, ich muss schauen, dass ich drüben nicht was wegbrutzel mit dem Conduit. Und dabei spawne. 96. Und ich hab Bein da. Nice. GG. GG, ja. Und ich hab 6,5 Minuten für den Boss. 6,5 Minuten für Bein da und ich hab 96,6. Das heißt, bei dem ersten Mal Ad-Spawn gehe ich Gegnerfläche. Und jetzt eh in sich. Oh.
Die ist auf dem Rand abgelaufen. Nice. Die Garde ist auf dem Rand. Manitou, mach dein Ding. Knall sie endlich weg. Down ist sie. Bam. Das ist kein neuer Overall WT Rank 1, aber Rank 1 Mundunugu, erst 150er. War ein bisschen langsamer als der Zombie Charger, aber gab auch irgendwie keinen Pfeilen für den Boss halt. Von den Links jetzt, kriegst du keinen. Ich bin mit Spirbrush Solo Push durch und jetzt kriege ich nahezu fast perfekten Mundunugu Helm. Ich habe da gestern 3000 Seelen dann weggerollt und jetzt droppt das Ding, wo ich damit durch bin. Ist das euer Scheiß Ernst? Ich hätte 3000 Seelen oder so sparen können. Mit dem Müll. Ich will Paragon haben. Das dauert mittlerweile so lange. Ich habe gerade perfekte, ich hab perfekte Primal Mundunugu Schultern gerade aufgewehrt, wo ich Jade Schultern bekommen bin. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Primal Mundunugu Schultern gefunden die Season. Und jetzt kommt perfekte Primal beim Crafting. Ah, wenn ich noch einen Mundunugu pushen würde, hätte ich so gutes Gear. Mann, ey. Bin ich ehrlich. Ich habe 2 Schichtsysteme gemacht, das hat mir gereicht. Sehr guter Time Attack Trial gerade, so ziemlich 150. Und da unten steht noch der Power für den Boss. Ich glaube, das wird ein neuer Rank 1. Wenn ich jetzt noch hier genug Mobs zum Spawnen habe auf dieser Ebene. Außer also Spawn wird jetzt hier ein kleiner Krampf werden. Oh Gott. Oh Gott, Game. Bitte. Mach rein, mach keinen miesen. Ob ich spawn noch mit dem Conduit nämlich? Ja, nice. Wackernot, ich habe Power und ich habe irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten Zeit für den Boss. Okay, er darf den nur nicht ran chargen, bitte. Laufen durch einfach der. Das war mir klar, was er das macht nämlich jetzt. Das hat ein kleines bisschen Zeit. Was? 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 Danke, Game. Ja! Alter, 8 Minuten 46, 150er! Jawoll! Alter, schnellster 150er, den ich jemals im Solo gemacht habe. Geil! Aber was eine Ebene! Guckt euch an! Conduit Channeling Power Shield! Und der Shield, ich habe ihn irgendwie anscheinend am Ende aufgedeckt. Und nicht gesehen. Dann gehst du darüber und dann steht da der Shield direkt neben meinem Power. Geil, ey! Krass! So! So muss das aussehen, wollte ich gerade sagen. Oh, Orex! Oh! Lass mal gucken, ob wir 0% Pile haben. Haben wir nicht. Orex! Wir haben ein gutes Pack. Boats, die kommen hinterher. Kultisten-Mob-Type, auch nice. Irgendwo. Schaut mal an. Gehen ein bisschen runter. Ja, die kommen dabei. Ja, die Pollen-Packs hier, die neuen sozusagen, hier mit der Feuerfläche brennen. Und die anderen kommen eh langsam reingelaufen und sterben vom Condi. Man muss halt schnell Entscheidungen da treffen, ist natürlich klar. Oh Gott, der Overseer steht nicht drin. Aber der andere hier gelbe steht drin. Der Templar blockt sie wieder da oben. Ich weiß halt ein bisschen mehr Zeit an denen, ist scheiße. Ob da oben noch ein Pack ist, ob es 5 oder ob es 6 Packs waren. Okay, ist kein Pack mehr. More Extreme, das heißt schnell durchlaufen, wir können ja noch mehr geiles Zeug haben. Hier ist ein Pack. Naja, aber ich habe eigentlich damit ein Pack gemacht und jetzt ordentlich dann Trashung gemacht. Ich werde bei 98% gleich noch die obere Ecke durchgucken, wenn ich schaffe, auf 98% zu landen. Also das brauche ich einfach. Das ist immer arschig, wenn man nur 2 oder 3 Pilots hat. Man will am liebsten einfach 4 haben. Weil wir schon ein Pilot halt für den Boss haben. Power. Nice. Und jetzt ein Arschboss, bitte. Mit Power. Binder! Okay. Nice. Wir nehmen und wir gehen runter. Einfach direkt. Ja, ja, ich denke, das wird absolut zerstört werden wegen halt Ekken Fury. Da habe ich gerade eben gar nicht gedacht, dass wir das Ekken Fury bekommen. Ich dachte mir auch nur Oculusse und so halt Binder, Standard, aber Ekken Fury macht halt kaputt. Euch die Poison an. Oh, die. Guck mal, wieder runter, Brutzitz, Junge. Die Potion, da geht mal, ja. Geht. Ich weiß, aber jetzt halt kein Dings mehr, wer das Pack Mortar hat. Dann squirt mir ab. Aber easy. Schön gespielt. Den halb Minuten hier. Schön gespielt, Lars. So.
Next kommt Zuni. Dasselbe nur in von allem One-Shot. Aber mit einem hoffentlich. Bitte. Nein. Warum müsst ihr immer so wenig Crit-Damage haben? Ja, gerade so mit einem 150er Enforcer. Genau die zwei Upgrades bekommen. Die 3 war ja auch so ein bisschen eine Zeit lang am Sterben. Bis Blizzard wieder aufgewühlt hat. Oh, Primal. Ich in Primal Woos und eine Primal Carnival Maske. Okay, Primal Carnival Maske könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Primal Woos, also auch ein mega Double Primal Drop. Aber Primal Woos kann ich nicht mehr gebrauchen, weil ich schon Mundungu gepusht habe. Und der ist sogar kacke. Wie jedes Primal. Okay, die Primal Carnival Maske ist gut. Das ist das erste gute Primal, was ich finde die Season. Ich habe so viele potenziell gute Primals gefunden. Alle scheiße gerollt. Wie der Woos hier. Wahnsinn. Orek mit Swarms. Okay, ja, Swarms sind, glaube ich, ziemlich gut. Die sind halt Melee. Darf ich nur keine beschissenen Packs haben. Das ist der erste Pack. Flasche. Gut. Swarms dürfen alle mitkommen auch. Bull hier an der Ecke. Oh, einmal Flasche und einmal so kleine Boggets. Noch schöne Packs. Waller ist nicht so gut, aber. Hoffen wir alle. Sehr egal, kommen. Die sticken ja alle. Ja. Ich habe gesagt, die Wahl ist die: man könnte entweder Echo Fury mitnehmen oder man könnte auch diese Goldbock auch in den Cube tun, aber Echo Fury ist einfach zu stark. Hatte ich auch bei London im Cube, also genau selber eigentlich wie es bei London hatte. Und Echo Fury macht halt aber nicht genug Damage. So, ein paar 80 Stacks wieder gesammelt. Wo ist der Condi? Ja. Kannst auch raus. Nimm einfach hier einmal kurz und mach jetzt hier nochmal eine Fläche. Geh in die Fläche rein. So 90%, was geht jetzt noch für einen Boss, für einen Pylon? Conduit? Nö, gar keinen. Doch ein Conduit. Conduit für einen Boss. Cool. Kann Perendi noch ein bisschen anfetzen. Cool. Sehr schöner Boss natürlich. Danke. Obwohl ich mit dem Conduit natürlich seine Ads instant kille. Das ist ganz cool, um Echoing Fury Stacks zu bekommen. Nicht in meinen pinken Oculus einschlagen hier. Assets. Nein. Nicht mir meinen Squad bekauen. Ja. Weiter kann ich ihn halt nicht kiten. Area Damage. Poison. Gut. Nice. Close, aber geschafft. Zuni 150 ist down. Das widerlichste Set ist durch. 5 von 6 WD 150s done. Nur noch Jade left. Oder zumindest jetzt draufklickt. Agnidogs. Muss jetzt Agnidogs kommen? Ist das euer fucking Ernst? Das ist einer der beschissensten Bosse, die es gibt. Wenn ich mal gescheit viel Zeit mit dem Power hab. Kommt Agnidogs. For real? Rhyme. 5 Minuten 49 mit Power für Rhyme. Porte, 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 Porte. Es wird nichts. Er portet nicht. Er portet nicht. Er portet einfach nicht. Ja, das wird nichts. Ey, was ein dummer, dreckiger Hurensohn kann er besser sein, ey. Mal gesehen, wie ich da viel davor die Phase gemacht hat. Der Ding ja und wunderbar. Jetzt. Ja. Mhm. Ja. Aber interessant, diese Fields mit diesen 0% Conduits. Sieht aus, wenn ich so ein Conduit so hier instant nehme am Anfang. Zack. Mit Big XP mit Farm hier. Oh, Kabelfläche. Das Stühle gibt ja schon viele Flächen und so. Das gibt's doch nicht, ich hab hier Stühle oder so, der Poker sieht ja fast besser aus als eben. Der
Hatten die zwei nur? Ja. Ja. Das gibt's doch nicht. Ich hab hier ein Nicht-Orange-Team. Bühlefields. Butz mit sogar einem guten Mob-Type. Die kleine Spinnen. Mann. Und scheiße. Ja. Die Fläche weg. Ist weg. Der einzige Vorteil ist. Eine Kettenreaktion. Ja. 7,5 Minuten für Rhyme. Dann wieder Rhyme. Aber ist 7,5 Minuten besser als 6 Minuten mit Power? Aber bei dem beschissenen mit Power vielleicht. Power schon. Ja, 7,5 Minuten. Hast du kurz vor Abwehr in der Phase? Ah, guck mal, man sieht, guck mal hier, es haut auch um Meilen nicht hin. Sind halt 7,5 Minuten, braucht halt 8 für das WD. Ja, Primal, sind das die Primal Schultern, die ich mir fehlen? Das ist halt schön aufgeteilt, ne? 50-50 für Rift und Post. 10 Sekunden. Ja? 10 Sekunden. Meinst du jetzt? Das sind die 10 Sekunden, dass ich oben an der scheiß Ecke nicht gespawnt habe, sondern nochmal da runter gehen musste. Weil ich da oben bis 98% geburnt habe. Oh Gott, das Spawn. Ja, 7,5 Minuten und das Agnidox halt. Die meiner 7,5 Minuten Spaßboss habe ich dann wieder. Nicht wieder Agnidox, oder? Ich sehe schon die Schwingen da in dem Ding-Screen. Und ich habe keinen Bein. Oh, das easy. Warum sind eigentlich die guten Tries immer nicht Orex? Ja, das hier wird um meilenweit nichts. Oh, Oleg? Oleg ist an? Oleg. Okay. Oh, Summoner. Das ist Summoner. Ich muss erst mal gucken, also das ist ein Schlauch, das ist immer Schmutz. Hoch und die Spin. Jetzt ist mich widerlich. Das Problem ist halt, der Primordial Scavenger wird halt nicht sterben. Aber zumindest sterben vielleicht die ganzen Blauen. Die Summoner wollen, glaube ich, nicht. Nee. Ich möchte diesen Pylon haben. Ich habe einen Condi. Okay, wir wissen ja, Condi einfach hauen. Anon. Oben den Shit finishen. Okay, die kommen sogar ein bisschen runter hier. Ne, Condi machen. Anderen Pico, oder? Ja, laufen wieder ein bisschen nach oben. Der läuft, der krabbelt eh nach oben, das ist eh klar. Und noch ein paar will ich noch machen drüben, je nachdem was kommt. Oh. Den Speed, den haben wir direkt an. Hat der ja vielleicht... Inu! Der hat Inu Summoner als Diener! Der Unburied! Dann gehen wir weg mit einem Kondo. Ja, der plus jetzt eh noch nicht so viel hier. Ich hab eh so viel Trash da, ich hab 93... Warum lassen die mal ein bisschen herhauen, ich poll währenddessen ein bisschen Trash. Können die ein bisschen beschwören, hier ist noch ein Pack. Das heißt, ich werde da eh eine Fläche jetzt vielleicht halt kriegen. Ich bin da bei 93,6. Nochmal, dass die Summoner einfach nicht drinstehen, so ein bisschen. Das ist ja ein Gordriff gerade. 10 Minuten für Agnidox. Hallo. Ja, das wirst du halt echt freuen jetzt gleich. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich würde jetzt gerne in dem Spawnpult nicht spawnen. Ich hätte jetzt gerne irgendwie ich werde halt noch eine Feuerfläche haben. Okay, der Boss ist in der Double-Fläche drin. Ich habe zwar keinen Pylon, aber es ist halt Versalius und er geht einen Meter raus, dass er nicht mehr in der Double-Fläche drin ist. Das ist doch nicht in sein Ernst. Ja, aber er ist Versalius einen Meter nach neben gegangen. Warum hast du bei 9 Minuten für den Boss? Zack, liegt er. Da geht Zed los. Für was? Für meine 14 Minuten Zeit? Ja. Gibt Zed, Junge. Ja, 150 down, es hat nur 8 Minuten für den Boss gedauert. Und wer braucht schon einen Power für einen Boss oder so? Oder einen guten Boss oder was auch immer? Was jetzt damit down ist, ist endlich zum ersten Mal 150 mit Jade WD und. Jetzt schauen wir uns das einmal schön im Leaderboard an. Overall WD, 150, 8 Minuten. Jade WD, 150, 14 Minuten. Petaltooth, 150, 8 Minuten. Tsunemasa, 115, 14, 52. Bild of Adache, 150.
Dunugu 150, 13 Minuten 10 und No 6B Set 150 in 10 Minuten. Damit sind alle WD-Sets 150 down und mein Lifetime-Goal ist erreicht. Season 30 ist durchgespielt. Habe ich damit eigentlich auch alle anderen Klassen übertrumpft, indem ich die WD zu der ersten Klasse gemacht habe, bei dem wir allen Sets 150 down ist? Ich glaube schon. Gewonnen! WD hat gewonnen! Ich hab gewonnen! Gewonnen! Alle anderen Klassen sind Schmutz! Loser!